Stiftung Kinderschutz Schweiz. Ihre Partner für den Schutz von ihrem Kind. Experimente im Labor. Die Uni Basel macht Mädchen FMI lustig. Das Eis schmilzt. So schnell verschwinden Gletscher in der Schweiz. Teures Gold. Der Preis ist stark gestiegen. Weniger Sonne im Flachland, zunächst Hochnebel. Grüezi miteinander und willkommen zur Kindertagesschau. In Basel findet diese Woche ein Projekt über Chemie statt. Das Projekt heisst «Schweizer Jugend forscht». Es machen dort nur jugendliche Mädchen mit. Die Leute, die für das Projekt zuständig sind, wollen den Mädchen das Thema Chemie näher bringen. Sarah und Nora sind nach Basel gereist und haben reingeschaut, was sie so machen. Diese Mädchen testen, welche Farben in einem gewöhnlichen Spinatblatt sind. Im Ganzen gibt es 9 Mädchen, die hier an einer Chemieprojektwoche teilnehmen. Genau. Könntet ihr euch dann vorstellen, später im Beruf mal etwas mit Chemie zu tun haben? Ja, ich bin Chemikerin werden. Und du? Ja, also wir möchten, dass wir 3 ein eigenes Labor aufmachen später. Das ist gut so, denn Chemie ist wichtig für die Menschheit. Chemie ist sehr wichtig für die Welt. Alles um uns herum besteht aus chemischen Vorgängen. Und diese Vorgänge zu verstehen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir vielleicht haben. Okay. Wie lange gibt es Chemie schon? Chemie als chemischen Vorgang in der Natur gibt es schon lange. Seitdem es das Universum gibt. Aber Chemie als Naturwissenschaft gibt es vielleicht erst seit 200 Jahren. Wieso ist es so, dass eher Männer mit chemischer Arbeit zu tun haben? Das war in der Vergangenheit schon so, aber es hat sich auch sehr stark geändert. Und wir haben hier bei uns von den Studenten, die anfangen, sind mittlerweile sehr, sehr viele Mädchen. Und in gewissen Teilen der Chemie, beispielsweise in der Biochemie, ist der Großteil der Studenten mittlerweile Mädchen. Also es ist, denke ich, nicht mehr so, dass das wirklich nur Männer für die Chemie Interesse haben. Nun wollten wir der Sache auf den Grund gehen. Mit Stickstoff und heißem Wasser haben wir Nebel erzeugt. Das wabbert. Oh mein Gott. Du, Maria? Was ist das? Auf der ganzen Welt schmelzen die Gletscher immer schneller. Das ist nicht gut. In der Hauptstadt von Dänemark treffen sich Politiker. Sie diskutieren darüber, wie man alles wieder in Ordnung bringen kann. Forscher haben herausgefunden, dass die Gletscher in Grönland doppelt so schnell schmelzen als vor 2 Jahren. Wir zeigen auch ein Experiment, das man in der Schweiz gemacht hat. Im Berner Oberland liegt der Triftgletscher. An seinem Beispiel sieht man gut, wie schnell das Eis schmilzt. Als ich noch in der ersten Klasse war, hatte es noch viel Eis. Jetzt, wo ich in der 6. Klasse bin, ist schon sehr viel verschwunden. Forscher haben vor einem Monat einen Eisblock zum Triftgletscher geflogen. Ja, dieser Eisblock hier direkt am Wegrand macht es möglich, die Schmelze vor Ort zu sehen. Vielleicht auch hier im Umfeld mit dem Triftgletscher im Hintergrund, der in 5 Jahren sich da gewaltig zurückgezogen hat. Und man sieht sehr gut, wie die Klimaänderung auf die Gletscher sich auswirkt. Der Eisblock wurde Tag und Nacht gefilmt. Wir zeigen euch den Film im Schnelldurchlauf. Als ich diesen Film gesehen habe, fand ich das wirklich unglaublich. Nach 3 Tagen ist der Eisblock auseinandergebrochen und nach nur 4 Tagen war alles Eis weggeschmolzen. Viele Kinder spielen ab und zu gerne Games, am meisten am Computer oder an einer Spielkonsole. Diese Woche gibt es in Baden eine Ausstellung mit Computerspielen. Dort hat es viele Games, die man ausprobieren kann. Nina und David haben mit einem geredet, der Games macht, und haben ein paar Games ausprobiert.
Wir spielen jeden Tag höchstens eine Stunde. Länger dürfen wir nicht, sagen unsere Eltern. Heute konnten wir aber länger spielen. Schließlich sind wir ja am Arbeiten. Gewaltspiele machen wir eigentlich nicht, nur manchmal Fantasy-Kämpfe. Ich finde, wenn sie nicht realistisch sind, dann finde ich es einfach besser, weil dann besteht keine Gefahr, dass man ein bisschen Bala wird. Also wenn ein Flugzeug explodiert in einem Game, ist das ja nicht so brutal. Und vor allem, das alles entspricht nicht gerade der Realität, die sich da spielen. Also einfach, dass man gewalttätig wird und so, das einfach passiert mehr oder weniger. Und das bin ich noch nie geworden. Spielen ist so wie wenn man ein Buch liest. Man ist so wie in einer anderen Welt, wenn man, während man am Spielen ist. René Bauer weiss viel über Spiele. Er entwickelt den ganzen Tag solche, die man im Internet spielen kann. Und er unterrichtet das sogar. Was finden Sie denn an dem Ganzen das Kühlste? An dem Ganzen das Kühlste finde ich, dass man bei einem Spiel, wenn man jetzt so ein Spiel macht, dass das eigentlich am Schluss alles zusammenpasst. Oder? Die Figur von Super Mario sieht herzig aus in der Welt. Und das Lustigste ist natürlich am Schluss, dass es Spass macht. Aber das ist auch gerade die schwierigste Sache, eigentlich, dass es Spass macht, weil das ist sehr schwierig zu erreichen. Entwickeln Sie auch Gewaltspiele? Ich selber habe auch schon kleine Spiele gemacht, wo man Sachen abschiessen muss oder so. Einfach weil es halt ein bisschen Spass macht. Warum macht das Ihnen Spass? Ich glaube, zum Spiele machen ist es eben das Einfachste, etwas wegzubringen oder etwas aufzuessen und so ist ganz einfach. Und das macht natürlich Spass, weil man sehr viel bewirken kann. Aber ich glaube nicht, dass es um das Abschiessen geht, sondern mehr ums Wegnehmen. Die Spiele in Baden haben wir alle ausgiebig getestet. Die Ausstellung findet noch bis am Wochenende statt. Das Gold ist sehr teuer. Eine Feinunze kostet über 1'000 Franken. Eine Feinunze ist ein Stück Gold, das immer 31,1 Gramm schwer ist. Etwa so viel wie ein Schokostängeli. Es ist egal, welche Form das Stück Gold hat. Meine Kollegin Nora durfte sich echtes Gold anschauen. Jetzt ist das Gold gerade besonders teuer. Warum das so ist, erklärt euch Nora. Es war nicht ganz einfach herauszufinden, wo die Goldbarren in der Schweiz lagern. Da ist es also das Gold. So eine kostet 400'000 Franken. Kein Wunder wurde ich auf Schritt und Tritt bewacht. Gold ist übrigens sehr schwer und auch sehr teuer. Seit Ende August ist der Goldpreis stark angestiegen, denn immer mehr Leute wandeln ihr Geld in Gold um. Diese Leute haben Angst, dass ihr Geld den Wert verliert. Deshalb kaufen sie Gold, denn Gold hat immer einen Wert. Vor genau 90 Jahren saßen in London 5 Goldhändler zusammen und entschieden, dass Gold ab sofort einen bestimmten Wert hat. Seitdem kann man mit Gold handeln. Auf 2 solchen Holzteilen lagern übrigens 1 Tonne Gold. Das entspricht etwa 35 Millionen Schweizer Franken. Klauen kann man das Gold aber nicht. Das wäre aufgefallen. Meine Kollegen vom Online-Team waren beim Bodyflying. Wenn man da reingeht, kommt vom Boden her Luft und dann fliegt man. Morgen seht ihr das auf kinder.sf.tv. Roger Federer hat diese Nacht jubeln können. Er gewann beim Tennisturnier US Open in New York. Er spielte gegen Robin Söderling. Dank dem, dass er gewonnen hat, kann er am Samstag im Halbfinale spielen. Es war am Anfang ein einfaches Spiel für Roger Federer und er hatte keine Probleme. Recht spät hat dann auch Söderling begonnen, gut zu spielen. Dann wurde es doch noch spannend. Während dem Spiel hat es viel gewindet und es war ziemlich kühl. Nach harten Spielen 2 Stunden und 33 Minuten holte Roger sich seinen Sieg. Roger Federer hat es jetzt schon zum 12. Mal geschafft, gegen Söderling zu gewinnen. Wenn er Glück hat, gelingt es ihm auch nächstes Mal. Da Roger Federer in New York ist, hat ein Journalist vom Sport ihn zum Spiel befragt.
heute ist eigentlich alles optimal gelaufen. Ich habe eigentlich keine Probleme, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, er hat einfach angefangen besser zu spielen, hat angefangen besser zu servieren. Natürlich, so ist er natürlich besser ins Spiel reingekommen, er konnte mehr anfangen riskieren. Und darum ist er gefährlicher geworden und darum ist es dann zum Schluss eng geworden. Nach dem Spiel gab Roger Federer noch fleißig Unterschriften. Er freut sich auf Samstag. Dann spielt er im Halbfinale gegen Novak Djokovic. Wir hoffen alle, dass er gewinnt und ins Finale kommt. Neben mir steht Michael Weinmann. Erzähl doch mal etwas über Themen von Schweiz aktuell. Ja, noch heute bei Schweiz aktuell berichten wir unter anderem über das Debakel um das Hochwasserschutzprojekt im Sarn-Rathal. Das führt nämlich zum ersten Rücktritt. Der Obwaldner Regierungspräsident Hans Matter gibt sein Amt ab, das nachdem das Projekt viel teurer kommt als ursprünglich geplant. Und im Wald finden zwei Hunde und ihre Besitzer einen riesigen Trüffel. Der Edelpilz ist mit über 300 Gramm eine Seltenheit und liegt heute bei uns in der Sendung auf dem Tisch. Danke, Michael Weiner. Wie finden Sie unsere Kindertagesschau? Schreiben Sie uns Ihre Meinung auf kinder.sf.tv. Es würde mich freuen, wenn ihr etwas Gutes schreibt. Nach der Tagesschau sehen Sie noch den Wetterbericht und 5 gegen 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.